Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute die zweite Ausgabe, auch kurz wahrscheinlich wie die erste war. Deshalb, weil es zwei Themen heute gibt. Lufthansa Miles & More hat nämlich noch eine andere Promotion ganz am Ende der E-Mail uns geteasert und die nennt sich My Challenge. My Challenge hat was damit zu tun, wer die Lufthansa Miles & More App benutzt, der kann mit dieser Challenge mehr Prämienmeilen bekommen. Aber ihr wisst ja wie immer, zuerst das Intro. Ja, sehr schön, wenn der Nachbar anfängt zu wohnen. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Status und vor allem mehr Punkte zu bringen. Ich hoffe, der Nachbar wird nicht weiter bohren oder weiter Lärm machen. Aber das macht es ja auch aus, dass es nicht immer gleich ist. Ja, ihr wisst ja wie immer, am Anfang gibt es natürlich die Aufforderung, auch ohne Mario, dass ihr die Beiträge nicht nur liken sollt, sondern den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen. Mario legt da sehr viel Wert drauf und vor allem, wo ich sehr viel Wert drauf lege, ist, wenn ihr kommentiert. Ja, das Bohren geht so ein bisschen weiter. Ich hoffe, es stört nicht. Wenn, dann schreibt das auch in die Kommentarspalte rein, ob ihr es gehört habt oder nicht. Ja, ansonsten mit der Promotion, nachdem die erste Promotion ja um die Statusmeilen ging, geht diese um die Prämienmeilen mit der My Challenge. Und da gibt es durch das Lösen von vielfältigen, auf Sie persönlich zugeschnittene Aufgaben Prämienmeilen. Ja, das ist etwas kryptisch, finde ich. Aber es gibt dann halt eine Aktion. Der Aktionszeitraum ist ab dem 14.09. Es steht da leider nicht drin, wann es zu Ende ist. Ich habe euch jetzt erstmal einmal das Bild aus der Aktion hier reinkopiert. Da könnt ihr das ja gerne nochmal lesen. Da gibt es diese Credit Card Challenge, die da ist. Und diese Credit Card Challenge sieht wie folgt aus. Hier übrigens auch der Hinweis an euch, dass ihr eure Aktionen oder eure Promotions, die ihr bekommt, einfach auch unten postet, damit die anderen sehen, was es alles gibt. Würde mich freuen, wenn ihr das sharen würdet und der Nachbar aufhören würde zu bohren. Aber, und zwar ist das so, man bekommt wenigstens 2000 Meilen mit der Kreditkarte, wenn man da die beiden Aufgaben löst. Das heißt also, man muss ganz normal mit seiner Kreditkarte da bezahlen. Hier ist der Aktionszeitraum bis zum 13.01.2022 included. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine längere Geschichte ist, aber ihr seht ja selbst die Bedingungen. Jetzt wollen wir einfach mal Folgendes machen, nachdem ich hier einen Test mache. Ich hoffe, das klappt einfach mal. Ich nehme mein Handy in die Hand und bevor ich euch wieder das Handy einfach nur so reinhalte in den Bildschirm, machen wir doch einfach mal so, dass das Handy ganz alleine da ist. Das ist jetzt meine Miles & More App und dann seht ihr oben auch schon, ich habe es schon aufgeklappt, man kann es zuklappen, man kann es aufklappen, My Challenge, geht dann auf Quarter 3, öffnet die und bei mir kommt als erste, dass ich kompensiere mit Compensate, heißt also, da meinen CO2-Offset reguliere für 3 Flüge mindestens und wenn ich in diesem Vierteljahr das hinkriege, das zu machen, dann, ja, dann bekomme ich eine Virtual Badge für die sozialen Netzwerke. Ob es irgendwelche Punkte oder Meilen gibt, weiß ich nicht. Also ihr seht, das ist ein Beispiel für eine Aufgabe. Und da komme ich wieder zurück zu euch auf dem Bildschirm. Ich kann euch nur sagen, postet doch einfach unten eure Challenges und alles, was ihr so habt, weil ich finde das immer wieder spannend zu sehen. Also insofern freue ich mich, wenn ihr nicht nur diesen Beitrag liked, kommentiert und vor allem auch uns abonniert. Ich wollte kurz für meine Mutter, die nach dem ersten Video direkt sagt, hey, ich fand das aber nicht gut, dass man dein Flugzeug nicht mehr sieht und vor allem, ich hätte gesessen. Nein, Mama, ich stehe, ich renne im Studio, hätte ich fast gesagt, herum. Und ich habe extra für dich das Flugzeug wieder aufgebaut, von unten beleuchtet. Also insofern hoffe ich jetzt, dass ich von meiner Mutter auch einen Kommentar unter den Beiträgen bekomme. Also, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich hoffe, dass ihr aus der Aktion was mitnehmen konntet. Und ich freue mich auf eure Kommentare, damit wir alle sehen, was ihr in der Kommentarspalte geschrieben habt und welche Promotions vor allem. Also, danke, dass ihr dabei wart bei dieser kurzen Ausgabe. Auch wieder ohne Mario. Bei der nächsten hoffe ich, ist Mario dabei.